Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch gerne ein paar Verse lesen aus 1. Samuel 14, ein prophetisches Programm, was wir tief im Alten Testament finden, was auch mit der Wiederkunft Christi zu tun hat und berichtet von diesem Angriff Jonathans auf die Philister. Ich lese mal den Text, das ist 1. Samuel 14. Jonathans kühner Angriff steht da bei mir über dem Text. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, sprach zu seinem Knaben, der sein Waffenträger war: Komm, lass uns hinübergehen zu der Philisterwache, die da drüben ist, und sagte es seinem Vater nicht an. Saul aber blieb zu Gibea, am Ende unter einem Granatbaum, der in der Vorstadt war, und des Volks, das bei ihm war, waren 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitobs, des Bruders Ichabods, des Sohnes Pineas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn zu Silo, trug den Leibrock. Er steht nicht, war hoher Priester, sondern steht nur, trug den Leibrock. Das Volk wusste auch nicht, dass Jonathan war hingegangen. Es waren aber an dem Wege, da Jonathan suchte, hinüberzugehen zu der Philisterwache, zwei spitze Felsen, einer diesseits, der andere jenseits. Der eine hieß Bozetz, und der andere hieß Sene. Bozetz heißt leuchtend oder hell oder strahlend. Und Sene heißt Dorn oder Stachel, Dorn, ja? Spitz, wie so ein spitzer Felsvorsprung. Und einer sah von Mitternacht, also von Norden, gegen Michmas, und der andere von Mittag, von Süden, gegen Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas durch uns ausrichten, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortet ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Fahre hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wenn wir hinüberkommen zu den Leuten und ihnen ins Gesicht kommen, werden sie dann sagen: Stehet still, bis wir an euch gelangen. So wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. So hat sie uns der Herr in unsere Hände gegeben, und das soll uns zum Zeichen sein. Da sie nun der Philisterwache beide ins Gesicht kamen, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer sind aus ihren Löchern gegangen, darin sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch wohl lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steige mir nach, der Herr hat sie gegeben in die Hände Israels. Und Jonathan kletterte mit Händen und mit Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie vor Jonathan da nieder und sein Waffenträger würgte ihm immer nach. Also dass derer, die Jonathan und sein Waffenträger zuerst erschlug, waren bei 20 Mann, beinahe auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch pflügt. Da gibt es in der Elberfelder Bibel eine Anmerkung: Ein Joch Acker ist eine Fläche, die ein Gespann Rinder an einem Tag pflügen kann. Und es kam ein Schrecken ins Lager auf dem Feld und ins ganze Volk. Die Wache und die streifenden Rotten erschraken auch, also dass das Land erbebte, denn es war ein Schrecken von Gott. Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen, dass der Haufe zerrann und verlief sich und war zerschmissen. Saul sprach zu dem Volk, das bei ihm war: Zählet und seht, wer von uns sei weggegangen. Und da sie zählten, siehe, da war Jonathan und sein Waffenträger nicht da. Da sprach Saul zu Ahia: Bringe herzu die Lade Gottes, denn die Lade Gottes war zu der Zeit bei den Kindern Israel. Und da Saul noch redete mit dem Priester, da ward das Getümmel und das Laufen der Philister in der Philisterlager größer. Und Saul sprach zum Priester: Zieh deine Hand ab, also lass sein, lass gut sein, es ist keine Zeit mehr für Gottesdienst jetzt. Saul reagiert nur, ja, der agiert nicht, der reagiert nur noch. Und Saul rief und alles Volk, das mit ihm war, und sie kamen zum Streit, und siehe, da ging eines jeglichen Schwert wider den anderen und war ein sehr großes Getümmel. Auch die Hebräer, die bisher bei den Philistern gewesen waren und mit ihnen im Lager hinaufgezogen waren umher, taten sich zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren.
Und alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, da sie hörten, dass die Philister flohen, strichen hinter ihnen her im Streit. Also half der Herr zu der Zeit Israel, und der Streit währte bis gen Bet Aven. Ja, das ist unser Text heute. Der ist ein spannender Text, wie ich finde. Ja, also man sieht die Rolle Sauls, man sieht die Rolle Jonathans, man sieht das Motiv auch Jonathans, was er da vorhat. Er sagt, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Ja, fast also wie David, als er den Goliath angegriffen hat. Ja. Also es ist eine echte Glaubenstat, die der Jonathan hier macht. Er tut die im Verborgenen, er sagt dem Saul auch nichts an. Saul ist leider, wie so oft, auch nachher noch und auch jetzt eigentlich so, fängt das nach und nach an, überhaupt nicht mehr in der Zeit Gottes. Saul hat jegliche göttliche Zeit verloren und reagiert eigentlich nur noch. In ihm ist so eine Restfrömmigkeit noch übrig geblieben. Also er will, bevor er kämpft, dann schon auch noch mit dem, der den Leibrock trug, ja, also der nicht hoher Priester war, sondern der Ahia, von dem wird lediglich gesagt, dass er den Leibrock zwar trug, aber eigentlich nicht, dass er tatsächlich dieses hohe Priesteramt hätte ausfüllen können. Mit dem will er dann noch irgendwie Gottesdienst machen und den Herrn irgendwie noch befragen. Also so gewisse fromme Formalität kennt der Saul auch noch, aber das war's denn dann auch schon. Und die Ereignisse überstürzen sich und überstürzen ihn auch. Und dann sagt er, dann zieh deine Hand ab, lass sein. Er muss jetzt also ohne Gottesdienst, ohne den Herrn gefragt zu haben, in diese Schlacht rein. Wir sehen auch später noch im Text, dass Gott zu Saul überhaupt nicht mehr gesprochen hat. Auch wenn Saul Gott angefragt hat. Also Saul ist hier tatsächlich auf dem im Niedergang begriffen, ja, dessen Königtum, dessen Persönlichkeit, dessen Glaubensleben, dessen Gottesglaube ist eigentlich nur noch reine Hülle, nur noch Form, aber keine Herzensangelegenheit mehr, wie bei Jonathan. Ja. Jonathan hat nicht geopfert, aber der hat gesagt, wir verlassen uns auf den Herrn, der Herr kann da was tun. Und sein Waffenträger, der unterstützt das ja eigentlich auch und geht auch so mit ihm diesen verwegenen Weg gegen die Philister. Aber Saul ist eigentlich wie viele, ich rede mal ganz offen, ja, wie viele Pastoren, wie viele Prediger heute auch, deren Glaube eigentlich nur noch eine Hülse ist, die eigentlich das Wort Gottes nicht mehr haben, die noch Vorträge halten, Referate halten, aber eigentlich keine Predigten mehr. Ja? Und das ist eine ganz traurige Situation, in der wir uns da befinden. Und es ist interessant, wenn man David und Saul mal gegenüberstellt, so wie Davids Königtum gewesen ist und wie Sauls Königtum gewesen ist. Das ist ein Unterschied wie Himmel und Erde. Und fast muss man sagen, wie Himmel und Hölle, ja, weil Saul ja zum Schluss auch sogar zu der Hexe geht, zu einem okkulten Medium, um Gottes Willen zu erfragen. Also es ist absolute Finsternis, ja. Diese beiden Königtümer, die stehen praktisch vor uns wie so, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, unter der Reihe Gesetz und Gnade. Ne? Die beiden, Saul und David, stehen uns so gegenüber wie so zwei Glaubensleben, ja? wie man seinen Glauben leben kann. Der Saul wird uns vorgestellt, dass er losläuft, um die Esel seines Vaters zu suchen. Der ist zum Schluss komplett verirrt, der hat kein Proviant mehr, der weiß nicht, wo er ist, der ist missmutig, der sagt, mein Vater sollte sich eher um uns kümmern als um die blöden Esel. Ich will eigentlich wieder nach Hause, ich habe keine Lust mehr auf diesen ganzen Klamauk hier. Der hat kein Geld mehr, der hat keine Orientierung, der weiß nicht, wo der Mann Gottes wohnt. Und wenn sein Diener, den er da mitgehabt hat damals, nicht noch ein bisschen Geld gehabt hätte und gewusst hätte, wo der Samuel wohnt, dann wäre der Saul wahrscheinlich irgendwo, hätte er sich entweder verirrt in der Wüste oder wäre unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen. Ja. Saul, ein Bild der Unruhe, des Unwillens, der Glaubensmüdigkeit, Burnout, eigentlich ein egozentrischer Typ geworden. Ja? Und das, was er sammelt, sind nur Esel. David wird ganz anders gezeigt. Ja? David lagert sich im Frieden auf die Wiese und singt Psalmen und die Schafe lagern sich um ihn. Und wenn der Löwe kommt oder der Bär, dann hat David Kraft, dagegen zu kämpfen. Ja? Ein Bild des Friedens, ein Bild auf den ewigen David, auf den guten Hirten. Und diese beiden, Saul und David, die sind uns eigentlich zum Vorbild geschrieben, damit wir diese Unterschiede auch kennen und erkennen. Ja? Aber gut, ist ein anderes Thema. Da geht es eigentlich um Gesetz und Gnade und um
nach Fragen der Lebensführung, des Wandels, formeller Frömmigkeit, ja, gibt es eine extra Reihe drüber, wenn ihr euch die anschauen wollt, freue ich mich. Ich hoffe, dass ihr da Gewinn habt von. Und wir werden auch dieses Kapitel 14 hier nochmal anschauen, und zwar die zweite Hälfte schaffen wir jetzt nicht. Und da wird es auch nochmal um dieses Thema gehen, Gesetz und Gnade und Frische im Glauben im Vergleich zu Müdigkeit im Glauben. Ja. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Das Interessante hierbei ist, dass der Jonathan einfach losläuft, ohne irgendjemandem davon zu sagen, was er vorhat. Sieht auch fast so aus, als ob das schon das zweite Mal war, dass es in Kapitel 13 vorher schon mal so gewesen ist. Gehen wir jetzt aber nicht im Detail drauf ein. Auf jeden Fall sagt er zu dem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Philisterwache, die da drüben ist. Und er sagt es seinem Vater nicht an. Und der Waffenträger, der sagt auch, tue, was in deinem Herzen ist, fahre hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Zwei Freunde gehen einen verwegenen Weg im Glauben. Und die nähern sich jetzt also dieser Philisterwache, und da gibt es jetzt seltsamerweise zwei spitze Felsen. Und diese spitzen Felsen, die haben sogar Namen, also Bozetz und Sehne. Also wie gesagt, Bozetz heißt wohl strahlend oder hell oder leuchtend, und Sehne heißt Stachel. Zwei spitze Felsvorsprünge, und zwischen diesen Felsen hindurch nähern sie sich den feindlichen Truppen, den Philistern. Einer von den Felsen, der ist von Norden und der andere ist von Süden. Einer gegen Michmas und einer gegen Geba. Erstaunlich, ja, dass die Namen haben. Hätte man jetzt nicht gedacht, ja, die Felsen sind ja eigentlich die allerunwichtigsten da bei dem ganzen Vorgang hier, sondern es geht ja um Jonathan und seinen Waffenträger und um die Philister. Aber ich glaube, dass wir hier etwas haben, wo man ein bisschen darauf aufmerksam werden darf, weil wir haben ja auch im Tempel Salomos noch zwei Säulen, Boas und Jachin. Und die hatten ja auch ihre Bedeutung. Und hier haben wir zwei Felsspitzen, die auch eine Bedeutung haben. Und wenn wir mal einen Sprung machen wollen, und das ist das Schöne eigentlich bei diesem Text, in Sacharja 14, dann lesen wir in Sacharja 14, oder ich muss vielleicht noch einen anderen Sprung machen. Als Jesus gen Himmel fährt, da fährt er vom Ölberg auf. Und er wird vom Ölberg aufgenommen, bis die Wolken ihn wegnehmen. Übrigens wird die Gemeinde auch so entrückt. Ja? Die Gemeinde wird auch aufgenommen, auffahren in den Himmel, bis in Wolken. Ja? Und wir werden dann bei dem Herrn sein alle Zeit. Das heißt, die Entrückung der Gemeinde, die wird genauso sein wie die Entrückung Jesu vom Ölberg. Das ist was Schönes, ja? Weil wir zu ihm gehören, werden wir denselben Weg gehen eines Tages. Ja? Und zwar die Verstorbenen und die dann noch leben. Die Entrückung gibt es übrigens im Neuen Testament. Ich kriege immer wieder Kommentare auch, dass es keine Entrückung gäbe, aber das ist, müsst ihr einfach ein bisschen beim Paulus lesen, der 1. Korinther 15 oder auch 1. Thessalonicher 4 und 5. Und dann findet ihr auch da die Entrückung. Die gibt es schon in der Bibel. Ja. Die Gemeinde Jesu endet so. Ich staune da immer drüber, dass das so geleugnet wird. Aber gut, Jesus also wird also vom Ölberg aufgenommen in den Himmel, und dann sind zwei Engel da, und die sagen den Jüngern, warum schaut ihr so? Also so wie Jesus aufgenommen wurde in den Himmel, so wird er wiederkommen. Er wird wiederkommen auf den Ölberg. Und der Ölberg wird sich teilen. Und zwar sehr weit. Und zwar wird ein Teil des Ölbergs nach Norden gehen und ein Teil nach Süden. Und dann wird Christus vom Himmel herab auf diesen Ölberg kommen. Der Ölberg teilt sich, und vom Ölberg wird er rüber nach Jerusalem gehen, den Antichristen dort niederlegen. Der wird Jerusalem befreien von allen Feinden. Und der wird ganz Israel befreien von allen Feinden und wird sein ewiges, tausendjähriges Reich aufrichten. Und davon berichtet 1. Samuel 13. Ja. Entschuldigung, 1. Samuel 14. Und wenn wir mal einen Sprung machen wollen in Sacharja 14, dann kann man da ab Vers 4 lesen. Oder ich lese vielleicht mal ab Vers 1, dass man ein bisschen Zusammenhang hat. Aber um den Vers, um den es mir geht, ist Vers 4, ja. Also Sacharja 14 von Vers 1, siehe, es kommt dem Herrn die Zeit, dass man deinen Raub austeilen wird in dir, Jerusalem. Denn ich werde alle Heiden wieder Jerusalem sammeln zum Streit, nicht gegen Israel, ihr müsst genau hören, ja, gegen Jerusalem. Das ist das, was ich sage, Jerusalem wird in der Endzeit isoliert werden und wird mit Juda alleine sein, während der Norden Israels mit dem Antichrist in Verbindung steht. Aber dann kommt Christus wieder und befreit seine Stadt, ja. Also hier steht, denn ich werde alle Heiden, alle Nationen wieder Jerusalem sammeln zum Streit, und die Stadt wird gewonnen, die Häuser geplündert und die Weiber geschändet werden, und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, und das übrige Volk wird
nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Das heißt, dieses moderne Jerusalem wird nochmal belagert werden. Am Ende der 70. Jahrwoche, der Antichrist wird nochmal in die Stadt fallen. Die Frauen werden nochmal vergewaltigt, die Häuser werden geplündert, die Stadt wird gewonnen, die wird erobert und ein Großteil der Stadt wird nochmal in eine Gefangenschaft geschickt. Aus dieser Gefangenschaft wird Israel am Anfang des Tausendjährigen Reichs gesammelt werden. Ja, das ist das, was man heute, diese Hesekielstellen, die legt man heute immer auf die Aliyah aus, also auf die Rückkehr Israels, die jetzt ist. Aber ich glaube, dass diese Aussage in Hesekiel später für später gilt. Ja? Weil wir hier lesen, dass selbst aus Jerusalem nochmal Menschen in die Gefangenschaft geführt werden. Und aus dieser Gefangenschaft wird Israel befreit werden in der letzten Zeit. Ja? Das sind die Stellen. Was wir jetzt sehen, ist auch ein Sammeln Gottes, aber er sammelt jetzt Israel zum Gericht. Ja? Das wissen wir auch, dass 2/3 der Israeliten umkommen werden und das letzte Drittel nochmal geläutert werden wird. Ja? Aber hier sehen wir, dass nochmal alle Nationen gegen Jerusalem gesammelt werden zum Streit. Die Stadt wird gewonnen und so weiter. Aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder diese Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streites. Das heißt also, wenn das passiert hier, dann kommt Gott wieder in Christus vom Himmel. Ja, das hier ist also ganz am Ende, das steht ganz am Schluss. Da geht es nicht um die Situation 70 nach Christus oder so oder jetzt die Rückführung, die wir erleben seit 1948 oder 1800 so viel, sondern es wird nochmal eine Zerstreuung Israels geben, nochmal eine Verwüstung Israels, es wird nochmal eine Eroberung Jerusalems geben und eine Wegführung in die Gefangenschaft. Ja. Aber dann kommt der Herr wieder, er wird ausziehen und streiten, wieder diese Heiden, die er zuvor versammelt hat gegen Jerusalem, gleich wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streites. Und dann steht Vers 4, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt gegen Morgen. Also dort, von wo Jesus auch in den Himmel aufgenommen wurde, wo seine Himmelfahrt war. Und der Ölberg wird sich mitten in zwei spalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, dass sich eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht und die andere gegen Mittag geben wird. Das heißt, da entstehen diese beiden Felsspitzen, wenn man so sagen will, die hier auch in 1. Samuel 14 erwähnt werden. Ja? Und ihr werdet fliehen in solchem Tal zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen wird nah hinanreichen an Azel, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten floht, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs Judas. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Dann kommt der Herr, mein Gott, dann kommt Christus, der Herr, wieder mit seinen Heiligen, mit der Gemeinde. Zu der Zeit wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost, und wird ein Tag sein, der dem Herrn bekannt ist. Weder Tag noch Nacht, und um den Abend wird es Licht sein. Dieser Tag ist nur dem Herrn bekannt und niemandem sonst. Niemand kann den errechnen, wann das sein wird. Aber wenn es soweit ist, werden wir davon wissen. Wenn Christus wiederkommt in der Endzeit mit seiner Gemeinde auf den Ölberg, wird der Ölberg sich teilen, und Christus wird, wie soll man das sagen, von diesem geteilten Ölberg rübergehen zu den Belagerern seiner Stadt, seines Volkes, und wird sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten, weil er diese Feinde Israels dann besiegen wird. Und davon lesen wir hier bei Jonathan und seinem Waffenträger. Jonathan ist ein Bild auf Christus, und der Waffenträger ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu, die ihm nachfolgt. Denn hier steht auch, in Vers 13, Jonathan kletterte mit Händen und mit Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Die klettern also rauf zu den Philistern. Da fielen sie vor Jonathan da nieder und sein Waffenträger würgte ihm immer nach. Das heißt, die Philister fallen vor dem Jonathan auf den Boden. Die fallen nieder, als ob sie den anbeten. Und der Waffenträger würgt ihm immer nach. Das ist nur zu verstehen, das ist ja eine seltsame Sache. Ja, normalerweise müssten die ja ihr Schwert ziehen gegen den Jonathan, aber die Bibel sagt das nicht. Die sagt, dass sie vor Jonathan da niederfallen, als ob er göttlicher Natur wäre. Warum? Weil Jonathan hier ein Bild auf Christus ist. Nicht vergessen, wir sind in 1. Samuel. Wir sind also hier im Jahr 1100, 1000 vor Christus. Das war so die Zeit von Saul und David. Ja? Wir sind... Das ist 3000 Jahre her, das, was wir hier lesen. Und es ist geschrieben 1000 Jahre, bevor Jesus kam. Und es ist, gut 3000 Jahre geschrieben, bevor Jesus Christus wiederkommt. Ja? Und trotzdem ist das hier schon keimhaft angelegt. Das ist für mich Gottes Wort. Denn diese Details würde niemand in so einen Text reinfügen, wenn er sich den ausdenken würde. Der würde das nicht so formulieren. Das hat seinen ganz bestimmten Grund, warum das so formuliert ist. Und das sehen wir, wenn wir das in der Zusammenschau sehen mit
Sacharja 14 und mit der Wiederkunft Christi auf dem Ölberg. Also da fielen sie vor Jonathan da nieder. Das wird jetzt auch verständlich, ja, weil er ein Bild auf Christus ist. Und sein Waffenträger wirkte ihm immer nach. Das ist Christus und die Gemeinde. Und die besiegen die Feinde Jerusalems. Ja. Gott wird seine Stadt befreien. Und es kam ein Schrecken ins Land, auf dem Feld und ins ganze Volk. Und die Wache und die streifenden Rotten, das sind also die, die so rumgezogen sind und irgendwo so kleine böse Anschläge gemacht haben und geplündert haben. Die Wache und die streifenden Rotten, die erschraken auch, also dass das Land erbebte, denn es war ein Schrecken von Gott. Das ganze Land wird erbeben, wenn Christus wiederkommt. Das ist ein Hinweis auf das, was kommt, wenn Christus kommt. Ja? Das ganze Land wird erbeben, denn es war ein Schrecken von Gott. Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen, dass sich der Haufe zerrann und verlief sich und war zerschmissen. Also sie sehen, dass die Philister fliehen. Und jetzt muss der Saul dem irgendwie hinterher noch kommen, damit er als König dann, wo er normalerweise vorne dran stehen sollte, auch irgendwie noch seinen Anteil da hat an der Schlacht. Aber wie gesagt, Saul reagiert nur noch. Und dann steht in Vers 20, und Saul rief und alles Volk, das mit ihm war. Und sie kamen zum Streit und siehe, da ging eines jeglichen Schwert wieder den anderen. Also das eine Schwert gegen den anderen geht, das haben wir immer wieder in der Bibel. Das ist eine interessante Formulierung. Und die hat immer zu tun mit großen Schlachten. Bei Gideon zum Beispiel findet man das und auch bei vielen anderen Bibelstellen. Da steht in Sacharja 14, selbe Kapitel, was wir eben gelesen haben, in Vers 13, zu der Zeit wird der Herr ein großes Getümmel unter ihnen anrichten, dass einer wird den anderen bei der Hand fassen und seine Hand wieder des anderen Hand erheben. Also einer kämpft da förmlich gegen den anderen. Dieses fremde Heer, das legt sich selber nieder. Ja? Die töten sich selber. Da ist eines Hand gegen den anderen. Und das ist eine direkte, auch zweite direkte Parallelstelle zu 1. Samuel 14, wo ja auch steht, als Saul zum Kampf kam, da ging eines jeglichen Hand wieder den anderen und war ein sehr großes Getümmel. Also half der Herr zu der Zeit Israel und hat das ganze Land Israel befreit und einen großen Sieg gegeben durch Jonathan und seinen Waffenträger. Ja, und diese ganze Schlacht, die wird zu einem großen Sieg, den Gott für Israel herbeiführt. Auch die Hebräer, die bisher bei den Philistern gewesen waren und mit ihnen im Lager hinaufgezogen waren umher, taten sich zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Und alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, da sie hörten, dass die Philister flohen, strichen hinter ihnen her im Streit. Das heißt also, dass auch die, die bisher mit den Philistern gegen Saul und Jonathan gekämpft haben, die schließen sich jetzt Saul und Jonathan an gegen die Philister. Das heißt also, ganz Israel vereinigt sich gegen den Feind. Das ist auch eine Parallele, die wir haben in Sacharja 14, denn dort steht in Vers 13, den haben wir schon gelesen, ne? Zu der Zeit wird der Herr ein großes Getümmel unter ihnen anrichten, dass einer wird den anderen bei der Hand fassen und seine Hand wieder des anderen Hand erheben. Und dann steht in Vers 14, denn auch Juda wird wieder Jerusalem streiten und es werden versammelt werden die Güter aller Heiden, die umher sind, Gold, Silber, Kleider, über die Maßen viel. Also selbst Juda wird in dieser Endzeit gegen Jerusalem streiten, da wird Jerusalem komplett isoliert sein. Also Ephraim und Juda wird streiten gegen Jerusalem, das sagt Sacharja, in der letzten Zeit, in dieser letzten Endzeitschlacht. Ja. Aber wenn Christus wiederkommt, dann werden die sich auch anschließen, die werden sich Christus anschließen gegen diese endzeitlichen Könige, die dann Jerusalem belagern, nämlich gegen die Assyrer und gegen den Antichristen, diesen endzeitlichen Antiochos Epiphanes. Und das ist auch hier schon in 1. Samuel 14 angedeutet, wenn hier steht, auch die Hebräer, die bisher bei den Philistern gewesen waren und mit ihnen im Lager hinaufgezogen waren umher, taten sich zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Und alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, da sie hörten, dass die Philister flohen, strichen hinter ihnen her im Streit. Das heißt also, dass wir hier ganz viele Details schon finden von dem, was später dann in Sacharja und auch an anderen Stellen, auch im Buch Daniel und dann in der Offenbarung auch wieder neu uns erzählt und berichtet wird. Man sieht daran, dass man das Neue Testament, speziell endzeitliche Sachen aus der Offenbarung, nicht auslegen kann ohne die Kenntnisse aus dem Alten Testament. Alles, was wir im Neuen Testament finden, ist im Alten Testament schon angelegt und muss auch mit diesen Stellen immer wieder in Verbindung
gebracht werden. Das muss aus diesen alttestamentlichen Stellen abgeleitet, hergeleitet werden, weil das immer die gleiche Geschichte ist. Die zieht sich bis tief ins Alte Testament rein, auch in noch ältere Texte, als die wir jetzt hier in 1. Samuel 14 anschauen. Wenn der Engel zu Daniel kommt, dann sagt er, ich bin gekommen, um dir zu zeigen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Das heißt also, das, was der Engel dem Daniel in der Daniel-Prophetie gibt, in Daniel 9, 10, 11, 12, das ist schon in dem Buch der Wahrheit schon niedergelegt, und zwar in Jeremia und in Jesaja und in Sacharja und in 1. Samuel 14. Das sind alles Bibelstellen, die immer die gleiche Linie haben. Ja? Weil man aber diese Rom-Theorie da immer wieder reinbringt, ja, von einem römischen Reich und von einem endzeitlichen europäischen Diktator, kommt man da zu falschen Ergebnissen. Man zeichnet da plötzlich ein ganz, ganz anderes Bild als das, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht, was im Alten Testament schon angelegt ist. Diese alttestamentlichen Linien, die muss man ins Neue Testament ziehen. Und diese neutestamentlichen Linien, die muss man wieder ins Alte Testament ziehen. Und dann entsteht immer die gleiche Geschichte, ja, die im Alten Testament schon keimhaft angelegt wird und dann immer weiter ausformuliert wird, bis in die Offenbarung hinein. Und das ist das, was ich auch immer so ein bisschen kritisiere bei den Auslegern, dass die diese Rom-Theorie, weil sie sich so faszinieren lassen von diesem zugegebenermaßen sehr großen römischen Reich, ja, zu dessen Zeit ja auch Jesus gekreuzigt worden ist und auferstanden ist, weil die dieses römische Reich immer wieder in den Daniel hinein interpretieren. Aber dann passt der Daniel, wenn man den auf Rom auslegt, der passt nicht mehr zu diesen Texten hier im Alten Testament. Der passt nicht mehr zu Jeremia. Dann passt er auch nicht mehr zu Jesaja-Stellen oder auch zu Stellen hier aus 1. Samuel 14. Ja, das passt da nicht mehr. Und da ist ein Bruch in der Auslegung. Und wenn man im Gegenteil dazu aber hergeht und diese Linien zieht bis ins Alte Testament, kommt man halt zu einem neuen Ergebnis. Das Ergebnis, was ich hier zeige, ja, das widerspricht aber in weiten Teilen dem, was man allgemein zu diesen Texten hört. Und dann sagen viele, was du sagst, ist falsch. Warum? Weil sich diese Rom-Theorie in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten, wie auch immer, wie lange man das zurückverfolgen will, so verfestigt hat in den Köpfen, dass, wenn man eine neue Auslegung dazu hört, man erstmal glaubt, dass die falsch ist. Ja? Da habe ich auch Verständnis für, weil, wie gesagt, ich habe das ja selber auch immer so gelernt und so gehört. Aber wenn ich mir die Bibeltexte hier anschaue und die Bibeltexte selber mir anschaue, dann komme ich da einfach zu einem anderen Ergebnis. Ja? Aber die bekannten Prediger werden euch immer diese Rom-Theorie zeigen. Ja? Das hört ihr bei Roger Libby, das hört ihr bei Lothar Gassmann, das hört ihr bei Karl-Hermann Kaufmann, das hört ihr bei Rainer Wörz und wie die alle heißen, die Pastoren, egal wo ihr hingeht. Jetzt im Internet habe ich auch wieder jemanden gesehen, der ansonsten eine sehr, sehr gute Bibelauslegung macht. Aber alle reden immer von dieser Rom-Theorie. Ja, und missachten eigentlich dabei die Linien, die wir aus dem Alten Testament da gezeigt bekommen. Und wenn wir diese Linien aber verfolgen, sehen wir, dass das immer die gleiche Linie ist, ja. Ich wollte euch das kurz zeigen hier, dass in diesem Text, in 1. Samuel 14, schon so sehr früh diese Stellen und diese endzeitlichen Themen angelegt sind. Deswegen habe ich das auch genannt, Jonathans Hamageddon, weil das eigentlich etwas ist, was schon die Schlacht von Hamageddon vorherschattet. Und das ist absolut etwas Großes. Ja, das macht mich immer sehr fröhlich zu sehen, dass die Bibel irgendwie aus einer Hand gegossen ist. Ja, wir beschäftigen uns jetzt nur mit prophetischen Themen, das gilt ja auch für viele, viele andere Themen noch. Aber wir sehen, dass wir praktisch 1. Samuel vergleichen können mit Daniel und mit Sacharja und auch mit der Offenbarung. Und dazwischen liegen ja Zeitalter, da liegen ja Jahrhunderte zwischen, Jahrtausende zwischen, ganze Dynastien, Völkerschaften, Völkerscharen, ja, die ganze Kulturen. Und trotzdem können wir die Texte miteinander vergleichen, als ob die aus einer Hand kommen. Und das tun sie auch, die kommen aus Gottes Hand, die wir hier sehen in diesen Versen. Und deswegen freut mich das, weil mich das sehr in meinem Glauben bestärkt und euch hoffentlich auch in eurem Glauben, gerade in so Zeiten wie jetzt. Ja. Wir machen auch nochmal Fortsetzung mit dem Kapitel, und zwar wollen wir uns noch diesen zweiten Teil aus Kapitel 14 anschauen. Der hat auch eine ganz besondere Komponente noch, die auch wichtig ist für uns heute. Da geht es nämlich um Glaubensmüdigkeit und Glaubenskraft und wie man zu Glaubenskraft kommt und was passiert, wenn man in Glaubensmüdigkeit kommt. Weil das Gesetz, das macht uns kaputt, uns Christen. Wenn das Gesetz in Gemeinden gepredigt wird,
Das macht uns müde und macht uns matt. Wir brauchen den Honig des Evangeliums. Und wer vielleicht schon ein bisschen vorauslesen will, der liest mal diesen zweiten Teil vom Kapitel und liest mal, was der Jonathan da im Wald gegessen hat. Er hat nämlich von diesem Honig gegessen. Und da wurde er wieder kräftig und da wurde er wieder stark. Und das Volk war komplett matt und fällt in tiefe Sünde, weil der Saul das Volk schindet, ja, bis zum kompletten Niedergang. Da sieht man also, wie und was Saul beseelt hat, ja. Aber da schauen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal rein. Ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.